Und Olli, wo warst du? Ich war auch unterwegs in Kalifornien und in Nevada. Ich kann auch was berichten. Tja. Und zwar war ich da im Sequoia-Nationalpark in der Sierra Nevada. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Da gibt es die größten Bäume der Welt. Die sind knapp 100 Meter hoch und haben einen wirklich gewaltigen Stammumfang. Es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte also immer mal wieder den Eindruck, wenn sich so, man läuft im Wesentlichen durch den Wald und da gibt es eine Menge Bäume, die sind halt große Bäume, die man so kennt. Man denkt, ah, das ist ja ein großer Baum. Und dann kommt man um die Ecke oder sie hat einen neuen Winkel, Blickwinkel oder was auch immer und dann sieht man diese unglaublich großen, unglaublich gewaltigen, beeindruckenden Bäume. Da war ich auch mal. Das ist wirklich toll. Ist da nicht auch dieser Baum, wo man drum mit dem Auto drunter durchfahren kann? Ja, es gibt solche Bäume und es gibt Bäume, da haben die Leute in einen Pferdestall reingebaut und sowas. Der war halt umgefallen und das war halt sehr praktisch. Man hat also permanent den Eindruck, man läuft durch ein Star Wars Set. Ah ja. Weißt du, es gibt ja diesen Film, wo sie da auf diesem Waldmond unterwegs sind oder was es ist und die düsen so durch so Wälder und mit Riesenbäumen und ich hatte so den Eindruck, ach, das war hier und da war es auch und da war es auch. Cool. Und was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass viele der Bäume da sind nicht nur sehr groß, sondern auch 2000 bis 3000 Jahre alt, was ja ziemlich alt ist. Und wow, das ja, weiß man natürlich, weil Bäume bilden ja jedes Jahr einen Jahresring und die kann man dann halt zählen. Das heißt, wenn man 50 Jahresringe an einem Baum zählt, man nimmt dann so einen Hohlbohrer, das hätten sich da ausgestellt, und nimmt dann da so einen Kern, bohrt einen Hohlbohrer in den Baumstamm und er nimmt dann so einen Kern von, was weiß ich, einen Zentimeter Durchmesser oder sowas. Und wenn man dann die Jahresringe mit der Lupe zählt, dann hast du 50 Jahresringe, dann ist der Baum 50 Jahre alt. Das ist ja kein großes Geheimnis. Kennt man ja schon als Kind, ne? Das kennt man genau. Aus der Grundschule. Ja. Ja, vielleicht nicht alle. Und an dem Charakter der Jahresringe kannst du dann natürlich die Klimageschichte der Gegend ablesen. Hast du feuchtes Wetter in dem Jahr, gibt es einen dicken Jahresring, hast du trockenes Wetter, schmaler Jahresring. Du kannst Waldbrände nachweisen von den Ablagerungen und wenn ein Vulkan ausbricht, gibt es Schwefelablagerungen in dem Jahresring oder was auch immer. Und weil das Holz da sehr hart ist, zermosern so abgestorbene Sequoia-Bäume nur sehr langsam. Du kannst also auch bei umgefallenen Bäumen Proben entnehmen und dann anhand der Ringe schließen, wann die jeweiligen Bäume gelebt haben. Wie geht das? Du hast einen lebenden Baum, der hat 2000 Jahresringe und du hast einen abgestorbenen Baum, der 2000 Jahresringe hat. Und wenn du beim Nebeneinander der Legen der Bohrkerne siehst, dass die äußeren Jahresringe des toten Baums, also die letzten gewachsenen, mit den inneren Jahresringen des lebendigen Baums, also die ersten gewachsenen, über, sagen wir mal, einen Zeitraum von 400 Jahren übereinstimmt, dann kannst du sagen, der ältere Baum wäre dann vor 1600 Jahren gestorben und hat deshalb in der Zeit von vor, was ist das, 1600 vor der Zeitwende bis 400 nach der Zeitwende gelebt. Also eine kleine Matheaufgabe, cool. Ist das verständlich? Ja. Ich glaube, das ist verständlich. Und das ist auch kein theoretisches Beispiel. Das macht man natürlich, das machen die da so, das machen die natürlich nicht nur mit zwei Bäumen, sondern mit Dutzenden oder Hunderten und sind interessiert an der Klimageschichte der Gegend. Und die haben zum Beispiel dann in den Baumringen von Dutzenden von Bäumen den Vulkanausbruch von Krakatau im Pazifik, ist das, glaube ich, oder im Indischen Ozean im Jahr 535 nach Christus gefunden. Und die machen das dann, denen geht es eigentlich um die Klimahistorie, aber sie haben auch nebenbei rausgefunden, dass die ersten Sequoia-Bäume in der Sierra Nevada die Sierra Nevada vor 4500 Jahren besiedelt haben. Also erst vor zwei Baumgenerationen. Wahnsinn, das sind ja coole und Zahlen. Da habe ich gedacht, verdammte Axt, 4500 Jahre, wir wissen ja, dass also die Kreationisten meinen, dass die Welt vor ca. 6000 Jahren von unserem Gast Jahwe geschaffen wurde. Und dass es vor 4.000 bis 5.000 Jahren diese große Flut gab. Man kommt drauf an, wen man fragt. Die Daten ändern sich dann immer mal. Und bei der großen Flut ist ja das ganze Leben auf der Erde komplett vernichtet worden und die ganze Welt ist mit meterhohen Sedimenten bedeckt worden, in denen wir jetzt Fossilien finden. Ja, natürlich.
Und dann habe ich gedacht, könnte denn diese Besiedlung der Sierra Nevada vor 4.500 Jahren durch diese Bäume ein Indiz für die große Flut gewesen sein? Oh. Und? Drama. Ja, zwei Tage später, 100 Kilometer weiter, ich habe also diesen Gedanken zwei Tage entertained und bin dann in den White Mountains, das ist östlich, das ist das nächste Gebirge östlich der Sierra Nevada, an der Grenze von Kalifornien, zum Staat Nevada auch, in die Schulman Grove oder Schulman Grove gekommen. Da gibt es Bristlecone Pines, das sind Borstenkiefern. Und die haben da Dutzende von lebenden Bäumen, die sind also deutlich über 4000 Jahre alt. Das sind ganz kleine Bäume, die stehen in einer ganz kargen, auf kargen Hängen, da gibt es keinen Unterwuchs, die sind vielleicht 6 Meter hoch. Und dort haben sie Bäume gefunden. Es gibt einen Baum, der heißt Methusalem. Die haben also den Bäumen dann Namen gegeben und der ist 4767 Jahre alt. Das heißt, der wird schon eng für die Flut. Und ich glaube, vor 50 Jahren haben sie mal einen Baum gefällt. Und dann hatten sie die Baumringe gezählt und sind also auf 4950 Jahre gekommen. Und wenn man jetzt die 50 Jahre seit dem Fällen dazu zählt, hast du halt 5000 Jahre, das ist schon kaum noch Platz für die Flut. Und vor 2 oder 3 Jahren haben sie auch einen noch stehenden, lebendigen Baum gefunden. Der ist tatsächlich 5066 Jahre alt. Wahnsinn. Ist also 3050 vor der Zeitenwende gekeimt. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das ist ja super geil. Aber was wir jetzt haben, ist halt einen lebenden Baum. Der ist älter als das früheste Datum der von den Kreationisten vermuteten Flut. Was auch so toll ist. Eigentlich ist es toll. Ja, es ist auch eigentlich kein Wunder. Ja, das ist kein Wunder. Aber es ist cool, wenn man sagen kann, vielleicht ist der Baum, bitte sehr. Ja, das Holz sei so hart und das Klima ist so trocken. Und es gibt so wenig Bakterien in deiner Wüste, dass das tote Holz also gar nicht verrottet. Du kannst also auch vor uralten, umgefallenen Bäumen Holzproben entnehmen. Und die haben in der Tat, da war so ein Baum, war irgendwann mal über den Weg gefallen. Oder wahrscheinlich, dass sie den Weg durch den umgefallenen Baum machen wollten. Das ist so ein kleiner Pfad, durch den man da geht. Dann haben sie den Zug durchgesägt und Schildchen angebracht. Du hattest also rechts des Weges und links des Weges die Teile von diesem Baum und dann sind Schildchen angebracht mit Pfeilen auf die Jahresringe. Und dann, weil das war das Jahr 1000, das war das Jahr 500 und das war das Jahr 1. Und dann machst du so auf halber Mitte, auf halbem Weg zur Stammesmitte. Genial. Wenn ich das so sagen kann. Das ist cool. Ja, ja. Und das zeigt schon, wenn die das da so einfach so durchsägen, wie viele von diesen uralten Bäumen die haben. Und die haben dann halt auch diese Baumringe aneinander gelegt und verglichen und festgestellt, dass die Borstenkiefern seit über 11.000 Jahren auf diesem Hang da wachsen, was auch mit dem Ende der letzten Kaltzeit ungefähr, wenn ich das richtig sehe, übereinstimmt. Also das System der Wissenschaft scheint sich hier an verschiedenen Stellen zu bestätigen. Ja, und ich fand das ganz schön. Also diese kleinen, knorrigen, kruppeligen Bäume wachsen auf dem Hang schon doppelt so lange, wie es laut Kreationisten die Welt überhaupt gibt. Und liebe Kreationisten, die ihr das hört, hunderte von Kreationisten werden das hören. Es gibt hier ganz unmittelbare, eindeutige Beweise, dass euer Weltbild nicht stimmen kann. Das ist nicht in irgendwelchen Steinsgeschichten begraben, in irgendwelchen Genen, in irgendwelchen Molekülen oder in irgendwelchem unverständlichen wissenschaftlichen Zeug, sondern das ist unmittelbar einsichtig und ganz einfach verständlich. Liebe Kreationisten, geht dahin. Ihr könnt euch die Bäume angucken. Die Parkranger sind sehr freundlich. Die erzählen euch sicher ganz gerne die Details. Und das sind Leute, die da mit Ehrfurcht und Respekt arbeiten vor der Natur und ihr Leben damit bringen, das Wissen um diese Bäume den Besuchern zu vermitteln. Ihr könnt in die kleine Forschungsstation gehen, die es da gibt. Ihr könnt mit den Wissenschaftlern sprechen. Ihr könnt euch die Bohrkerne zeigen lassen. Ihr könnt eine Lupe nehmen und die Jahresringe selber zählen. Und dann überlegt euch mal, wenn ihr nach so einem Besuch, was ist denn nach so einem Besuch, wenn ihr da mit offenen Augen und offenen Ohren durchgeht, was ist denn da noch von eurer Idee übrig, dass die Welt 6000 Jahre alt ist und dass es vor 4 oder 5000 Jahren eine gewaltige Flut gab, die alles Leben weggespült hat? Was ist davon noch übrig? Ich denke, dann müsst ihr vielleicht mal oder könntet ihr vielleicht mal euer Weltbild überdenken. Ja, das hört sich so an wie Weltbildzerstörung zum Anfassen. Toll.
Ja, muss ja nicht zerstört sein. Man kann ja nochmal drüber nachdenken. Man kann ja immer mal was lernen. Das haben übrigens, dass dieser Wald ein Problem ist, das haben auch einige Leute gleich eingesehen und vor Jahren versucht, den Wald dann mit Benzin anzuzünden und abzubrennen. Aber die haben sich so dumm angestellt, beziehungsweise die Bäume waren zum Teil auch zu hart, dass es halt nur das Besucherzentrum erwischt hat und ein paar von den in Anführungsstrichen jüngeren Bäumen drumherum. Also das nimmt ja Ausmaße an, dass er richtig das, zerstörerisch aggressiv. Ja, es ist schön, auf dem Wege sind sie zu einem neuen Besucherzentrum gekommen und vor allem auch auf dem Hang, der abgebrannt war, da wachsen jetzt ganz viele kleine junge Bäume. Dann haben sie das so ein bisschen untergepflügt, die traurigen Reste, und dann wachsen da jetzt ganz viele Keimlinge, viel mehr als sie sonst haben. Und da habe ich auch gleich mal für den Blog eins von diesen Keimlingen adoptiert. Cool. Und das könnte man mit einer kleinen Spende machen. Und ich habe auch viele Fotos gemacht. Das ist ganz schön. Da mache ich, glaube ich, mal einen Reisebericht für den Blog draus. Das wäre ja mal was Neues. Hatten wir auch noch nicht. Schön. Ja, finde ich auch cool. Finde ich auch cool. Ich war 2,5 Wochen quasi aus dem Geschäft. Ich habe nachher keine Lust, das alles rückblickend zu ermitteln. Deshalb gibt es in diesem Monat keinen Bodycount.